herzlich willkommen, jetzt direkt an der Szene bei Traubenliebe TV Episode 10. Freude und Genuss am Wein zelebriert. Und vor der 10. Episode, direkt an der Szene hier, wie man sieht, das Wetter ist heute absolut genial. Haben wir zwei mega feine Weine, um natürlich eine 10. Episode zu zelebrieren, direkt vor Musée d'Orsay. Direkt hier an der Seine, nicht weit weg. An anderer Seite konnte man sogar den Eiffelturm sehen. Grand Palais ist nicht weit entfernt, direkt natürlich hinter der Tuilerie. Der perfekte Platz, um eigentlich die 10. Episode einzuläuten. Und als erster Wein, oder als zweiter Wein, nein, machen wir das als erster, das ist viel besser, machen wir ein Château Pradot. Und das ist ein Bandol, ein Appellation, die ich sehr gerne mag. Der hat einfach schönen Charakter, sehr sympathisch und natürlich war 2009 ein mega interessantes Jahr, war spannend, hat hervorragende Weine hervorgebracht. Dieses sollte jetzt Bretter Bois sein, werden wir gleich anschauen. Aber jetzt geht es mal weiter zu unserem zweiten Schatz. Und das ist was ganz Besonderes aus 1984, ein Saint-Julien. Und das ist ein Château du Cru, Bocayau. Und das ist ein Wein, der hat schon einige Jahre auf dem Buckel, ist ein Wein, der natürlich jetzt schnell betrunken werden muss. Mal gucken, wie er ist auf der Pick-Situation und wie das passt. Und ich werde auch schon jetzt mal den Kork entfernen, dass er bereit ist, um direkt genossen zu werden. So in diese perfekte Lokation. Aber fangen wir jetzt mal an mit Wein Nummer 1. So, jetzt fangen wir an mit dem ersten Château Pradot. Kostet um die 30 Euro. Ist ein Bandol, ganz südlich in Frankreich, nicht weit weg von Cassis. Sehr schöne Gegend vor der Calanque, wo man sehr schön Urlaub machen kann. Natürlich schöne Gastronomie und natürlich schöne Weine genießen kann. Ungefähr ja, 3/4 Stunde mit dem Auto ist man Bandol. Ein sehr unterbewährtes Anbaugebiet, meiner Meinung nach. Weine sieht man nicht oft im Ausland. Aber diese jetzt hier direkt in Paris, Château Pradot 2009. Werden wir jetzt mal gucken, was wir da vor uns haben. Da rein von Farbe her, wenn man guckt, sieht man schon, der hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Der ist sehr schön in der Sonne, der glinstert wie ein schönes Schmuckstück hier im Glas. Einfach unglaublich. Von Nase her merkt man, der muss man früh aufmachen. Da kommen erstmal die ersten Aromen von so grünes Gemüse. Rote Beeren, ein klein bisschen Zitronen, Limonen kommt eins entgegen, ist äußerst angenehm. Und das ist ja von Alkoholvolumen ein relativ, sage ich mal, präsenter Wein mit 14,5% Volumen Alkohol. Ist das natürlich, das wird sich zeigen in der Wein. So, geben wir dir jetzt noch mal ein bisschen mehr Luft, das wird bestimmt sehr schön sein, diese wunderbare Farbe in der Pariser Sonne. Besser kann es nicht werden, natürlich hört man die Stadt im Hintergrund, aber das ist egal, bei dieser schönen Wein, Sonne, schöne Umgebung, lass uns genießen. Ich sag nur eins, das ist einfach ein wunderschöner Wein. Der hat ein Gerüst an Tanninen, aber das ist extrem gut strukturiert. Der steht wie ein Eiffelturm auf einem starken Gerüst von leichtem Ledergeschmack, viel rote Beeren, angenehmen Tanninen. Ich muss da noch mal probieren, ich habe gerade getrunken, da das ist einfach so wunderschön. Ja, die Tanninen konnten noch ein bisschen länger leben oder machen, aber diese ist bretterbar, diese kann man trinken. Ledergerüst, leichten Hint von Schokolade oder Kakao am Hintergrund, aber ist definitiv bereit und das ist so ein sehr angenehmer Winterrot. Wieder an einem schönen Winterabend, wo man sitzen kann, schön vor dem Kamin, ist das ein Wein, die kann man genießen. Das ist jetzt auch perfekt. Sag ich mal, gelüftet, da hat er seine Zeit bekommen, so um die 90 Minuten, um zu genießen. Und in dieser Umgebung, vielleicht sag mal, ist es sogar ein bisschen zu warm mit Sonne hier, da würde in der Schnee, so in den Schweizer Bergen wunderbar passen. Schöne, sag ich mal, Berghütte, schönen Kaminfeuer. Aber diese Wein, aber diese Zitronen, Limonen,
rote Beere, das ist einfach ein Genuss. So, darum würde ich sagen, für diesen Wein ein glatte 90 Punkte. Das ist ein klarer Wein, mega strukturiert, schönen Tanninengeruch, sehr angenehmen Abgang, präsent, aber trotzdem sehr angenehm. So, ich freue mich jetzt schon auf Wein Nummer 2 in dieser Sendung. So, jetzt geht es direkt weiter zum Wein Nummer 2, Château de Gris Boccaillou. Ist ein Wein aus 1984. Das ist ein Wein, der hat schon 4 Jahre auf dem Buckel, so 31 Jahre, um genau zu sein. Ist ein Wein, ich bin mal gespannt vom Tiefgang, ob er noch lebendig ist, wie lange an eine Flasche. Vom Preispunkt, um diese 10. Sendung zu zelebrieren, liegt er bei 120 Euro. Mal gucken, ob das der Preis wert ist. Ich habe relativ hohe Erwartungen und freue mich schon, diese im Glas zu genießen, zu riechen, zu trinken. Das wird gleich sehr spannend werden. Auch Saint-Julien ist eine Region, habe ich unheimlich gerne. Lass uns mal überraschen. So, erstmal von Farbe her. Da ist so diese braune, rotbraune, charmante Farbe, der einfach, sage ich mal, sehr, sehr charmant ist. Man sieht auch schon im Glas, wie er glitzert, wie er da rumspielt, aber timide. Von Nase merkt man schon, das ist ein Wein, der hat schon viel Zeit hinter sich. Ich würde sagen, die Nase ist jetzt nicht gerade ein Schatz. Kammer, der aufgeht, hat am Nase, denk mal, die Erdigkeit, eine leichte Pilzigkeit, so das von meinem Herzlein, das klopft schon jetzt ein bisschen schneller, da ich liebe diese pilzige Erdigkeit, die man auch in älteren Saint-Julien-Weine findet. Das ist ein Wein, ich würde jetzt mal probieren, das wird bestimmt spannend werden. Mehr kann ich da erstmal nicht sagen. Der ist sehr würdig für eine 10. Sendung von Traubeliebe TV hier in Paris, direkt an der Seine. Ein enorm würdiger Auftritt. Von Geschmack rote Beeren, Acidität, Leder, Pilzigkeit, eine leichte, angenehme Erdigkeit. Einfach von Geruch sehr viel Spaß, hat ein ganz nette Abgang von Tanninen her sollte man eigentlich nicht ausspucken, das ist mega schade, würde ich sagen, bei Traubeliebe TV der erste Wein, der 93 Punkte schafft, ist ein klarer Gewinner von Struktur, vom Abgang. Natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Auge des Betrachters. Diese Frage, ist ein Wein sowas wert? In meinen Augen ja, das ist einfach ein kleiner Genuss, ein Weihnachten im Mai. Vor der 10. Sendung sehr würdig. Einfach fantastisch. So, ein klarer Sieger, aber auch der Bandol einfach einwandfrei. So. Genießt diese Wein, wenn ihr eine findet, schnapp ihn euch, trink ihn, mach ihn auf mit netten Leuten. Genießt, das ist ein Genießerwein. Und das ist auch jetzt heute wieder, um es alles kurz kompakt zu halten. Der letzte Sendung jetzt, oder nicht der letzte Sendung, aber erstmal der letzte Sendung in Paris jetzt mal, wie bei Traubenliebe TV. Diese 1984er Château de Cuyer, glaube ich, ist einfach unglaublich. So, für 120 Euro ein absoluter Siegerwein, 93 Punkte, absolut wunderbar. Und da würde ich sagen, wie immer, ich wünsche euch wunderschöne, spaßmachende Weine mit netten Leuten, mit guter Laune. Und einfach genießt die Weine, die euch entgegenkommen. Alles Liebe aus Paris. Prost.